Willst du als Erster was sagen? Ja, das war's. Das war jetzt, glaube ich, die kürzeste Verabschiedung ever, oder? Gut, also viele sind jetzt schon gegangen, aber wir wollen trotzdem natürlich nochmal die Gelegenheit nutzen, die restlichen hier zu verabschieden, noch ein paar Worte zu sagen, und sehr gerne würden wir auch noch etwas Feedback von euch einsammeln. Gerade weil auch diesmal so viele auch das erste Mal da waren, interessiert uns das natürlich besonders. Dem Ganzen sollten wir aber jetzt vielleicht erstmal noch ein paar Danksagungen voranstellen. Zuerst und zuvorderst selbstverständlich an den Deutschlandfunk, die uns hier wirklich hervorragend beherbergt und begrüßt und betreut haben, die Räume bereitgestellt haben. Klaas ist ja so ein bisschen schuld, der hat das irgendwie alles, ich komme mal ein bisschen zu dir hier, du hast es so ein bisschen eingeleitet und angeleitet, und das hat hervorragend funktioniert, und ich bin auch besonders froh, wie gut das hier mit den Räumen an sich funktioniert hat. Ich denke, das war der perfekte Ort auch für das gestiegene Interesse. Besonderer Dank auch hier an die Veranstaltungsleitung, Anja und Razzi, die hier ganz hervorragend immer mitgewirbelt, mitgedacht haben. Ja, und hat alles super funktioniert, oder? Also echt toll. Ja, ich kann ja vielleicht einfach mal, ich war ja so ein bisschen in der Mittlerrolle, ich konnte auch in der Orga nicht die ganze Zeit so dabei sein, weil zwischenzeitlich andere Sachen wichtiger waren, und kann ja vielleicht dann aber stellvertretend einfach mal für alle, die jetzt da sind, einfach mal dieses hervorragende ehrenamtliche Organisationsteam mit einem herzlichen Beifall habe ich tatsächlich so noch nicht erlebt, durfte ich noch nie so miterleben, dass Leute, die völlig woanders wohnen, sich über digitale Wege so professionell zusammenfinden und so eine Veranstaltung auf die Beine stellen. Das ist schon echt ganz hervorragend, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, ich habe mir auch einen kleinen Dankeschön-Punkt rausgesucht, und mein Dank, von uns allen wahrscheinlich auch, geht an das wunderbare Moderationsteam, das hier auf der Bühne jeden Vortrag angekündigt hat, und ich habe die auch immer alle irgendwie rumlaufen sehen und die Speakerinnen ansprechen und was habt ihr denn so vor und worüber sprecht ihr, und sie haben sich Notizen gemacht, und dafür wollte ich mich auch im Speziellen nochmal bei euch bedanken. Ja, ich will auch ein Dank loswerden, und zwar an euch, dass ihr gleich alle Plakate, die irgendwas mit Subscribe oder mit Teilnehmerprofilen zu tun haben, mitnehmt. Besonderer Dank an die, die nicht nur ihr eigenes Bild mitnehmen, sondern auch das ihrer Lieblingspodcaster. Denn umso leerer die Wand dann gleich aussieht, umso früher schaffe ich es auch zu meinem Zug. Herzlichen Dank im Vorfeld dafür. An wen ich sage, ich danke auf alle Fälle an Manfred, der uns immer unterstützt hat, wenn irgendwo mal was gebrannt hat und das Problem schnell und unbürokratisch gelöst hat. Dankeschön an die anwesenden Gästinnen auch, die spontan immer sich bei der Helferwand eingetragen haben. Ohne die Mitwirkung der Community wäre das hier gar nicht möglich. Und ja, mehr ist ja eigentlich nicht zu sagen, außer danke für diese wunderbare Veranstaltung. Auch an euch. Jetzt hat die Jenny mir schon die Hälfte vom Dank davor vorweggenommen. Einmal ganz, ganz herzliches Danke noch an jede und jeden Einzelnen, die dieses Subscribe überhaupt möglich gemacht haben. Mit ganz kleinen To-Dos vielleicht oder auch mit etwas größeren. Völlig egal was. Jede einzelne Mithilfe hat diese Veranstaltung überhaupt erst möglich und letztendlich auch zu dem gemacht, was sie ist.
Super cool. Bitte jeder sich selber und jede sich selber gerade auch mal auf die Schulter klopfen. Ich sehe ganz viele von euch, die hier Engelschichten quasi übernommen haben. Das ist jetzt ganz ernst gemeint, jetzt tatsächlich tun. Ja, bitte. Danke. Perfekt. Und das zweite Danke ist schon mal an alle, die uns in irgendeiner Art und Weise jetzt schon am Wochenende Feedback gegeben haben. Egal ob jetzt positiv oder negativ oder oh mein Gott, da brennt gerade was. Das hat sehr, sehr geholfen. Wir haben das ja jetzt auch das allererste Mal gemeinsam in dieser Konstellation organisiert. Ich weiß, es hat an einigen Stellen gehakt. Es sind zum Glück nicht alle bei euch oder auch gar nicht groß beim Haus aufgelaufen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Großer Dank also hier auch an das Orga-Team, dass wir das alles recht entspannt auf die Reihe gekriegt haben. Aber zurück zu dem großen Danke an euer Feedback, dass das halt auch möglich gemacht hat. Dankeschön. So, jetzt wurde viel gedankt, jetzt müssen wir auch nochmal grüßen. Und zwar, weil, wie ich euch kenne, ihr jetzt sowieso am Stream hängt und guckt, ob wir das auch alles ordentlich machen. Nämlich Ralf und Claudia, die ja die ganzen anderen Subscribes vorher und Workshop, Podlove-Workshop vorher mit mir zusammen das im Kern eigentlich immer angeplant haben. Auch da kamen natürlich immer andere Leute noch mit dazu. Die beiden konnten leider nur, also gar nicht, beziehungsweise Ralf nur sehr kurz hier sein. Also hallo, schade zu euch zu sagen, dass es auch ohne euch funktioniert hat, aber es freut euch sicherlich in gewisser Hinsicht auch, aber ich hoffe, ihr seid dann nächstes Mal auch wieder in voller Frische mit dabei. Ja, weiß nicht, haben wir noch irgendwas? Ja, noch das. Also es hat funktioniert, aber es ist sicher ganz anders gewesen, als wären Ralf und Claudia da gewesen. Ja, aber es ging auch, glaube ich. Die strenge Stimme von Claudia hat mir manchmal schon ein bisschen gefehlt hier, muss ich schon sagen. Also hoffentlich ist sie nächstes Mal dabei. Ein Punkt würde ich noch gerne machen. Ich habe vorhin in dem Workshop mit Tine Nowak gesessen und hat einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Die Diskussion mag zwar jetzt erstmal vorbei sein, aber sie geht natürlich weiter und dafür haben wir zum Glück ein super Forum, dass wir uns da weiter austauschen, auf allen Ebenen weiter so freundlich miteinander sind und Fragen beantworten, aber halt auch kritische Anmerkungen machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch zwischen diesen Veranstaltungen, wir wissen ja immer nicht so genau, wann die nächste ist, dass wir uns weiter austauschen und weiter in Kontakt bleiben und weiter so mutig vorangehen und für die gute Sache Podcast arbeiten, uns da ja weiter unterstützen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wer dann halt bei der nächsten Subscribe mithelfen will, ich glaube, der ist immer ganz herzlich willkommen, sich da einzubringen an jeder Stelle, oder Tim? Ja, vielleicht kurz was zur Zukunft. Also es gibt jetzt noch keinen neuen Termin. Wir würden das natürlich gerne, wir wollen das auf jeden Fall auch fortführen, aber ich kann jetzt noch nicht sagen, in welchem Rhythmus das stattfinden wird oder auch nur kann. Sicherlich wäre dieser halbjährige Rhythmus, den wir irgendwann mal hatten, wünschenswert, ist aber gerade insgesamt etwas schwierig. Wir schauen mal, sind weiter auf der Suche nach passenden Locations und Gelegenheiten und Terminen. Das müssen wir nochmal abwarten, aber ich glaube, das ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Habt ihr jetzt noch irgendwas oder sollen wir mal ein bisschen Rückmeldungen einholen? Ja? Haben wir da noch Funkmikrofone, die da rumgehen oder sollen wir die hier spenden? Oder? Wo haben wir einen Saalengel bei der Gelegenheit? Genau, also ihr könnt ja mal was sagen, was euch hier gefallen oder nicht gefallen hat. Verbesserungsvorschläge, Kritik gerne, alles nehmen wir gerne an. Ja, hallo. Erstmal großer Dank an das Orga-Team. Ich bin jetzt, glaube ich, so das 8. Mal auf dieser Veranstaltung. Wie immer sehr rund organisiert. Vielen Dank dafür. Einen Kritikpunkt habe ich. Und zwar, ich habe mich sehr gefreut, als Tim das Handhebritual gespielt hat, dass so viele zum ersten Mal dabei waren. Leider haben wir es nicht geschafft, denen in meinen Augen ein adäquates Anfängerprogramm zu bieten. Also es hätte meiner Ansicht nach irgendwie so ein
Vormittag dazu gehört, dass man irgendwie mal so einen Streifzug durch das Handwerk des Podcastens hier gibt. Ich habe jetzt bewusst gesagt, wir haben es nicht geschafft, weil ich trage dadurch Unterlassung eine Mitverantwortung und ich committe mich hiermit, das beim nächsten Mal zu tun. Ich kann zu deinem Feedback sagen, ich habe mir gerade mal vorne in der Tüte die Zettel durchgeguckt. Ich bin schon mehrfach auch darauf angesprochen worden, das stand auch ganz oft, dass so eine Anfängerin-Session irgendwie gefehlt hat, wie man einfach auch starten kann. Also da müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal was besser machen. Auch als Neuling hätte ich mir gewünscht, bei den freiwilligen Aufgaben oder Engeltätigkeiten, dass man da vielleicht auch im Neulings-Workshop darauf eingeht, was genau dahinter sich verbirgt, weil jetzt nur mit dem Begriff wusste ich jetzt nicht, was da genau von mir erwartet ist und ob ich mich da wirklich einbringen kann. Abbau ist einfach, da habe ich mich jetzt eingetragen. Danke für das Feedback, das nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Wir haben da noch einiges an Verbesserungsbedarf, aber was ich gerade dazu sagen wollte, das hat heute schon total super funktioniert, dass Menschen jetzt, wo dann wohl offensichtlich auch komplett klar war, was eigentlich die einzelnen Aufgaben alle sind, dass sich auch wirklich viele eingetragen haben. Das ist schon super cool und macht es dann halt auch wieder zu einem richtig schönen Community-Event. Danke. Ja, ich wollte noch sagen, dass ich es ganz großartig finde, was für eine Atmosphäre hier herrscht. Das ist jetzt doppelt so groß als vor 2 Jahren, wo ich war. Wir haben eine ganz andere Landschaft als vor 2 Jahren, hat sich extrem viel, extrem entwickelt. Man kann schon auch feststellen, dass so Leute gucken, was die Konkurrenz macht. Aber die Stimmung und die Atmosphäre ist total herzlich und wohlwollend und neugierig und zugewandt. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz großartig. Und das, obwohl die Veranstaltung jetzt doppelt so groß ist. Plus, ich finde toll, dass es gelungen ist, auch so viele neue Entwicklungen auf die Bühne zu heben, Diversität ins Programm zu holen und so. Und ich habe extrem viele neue Eindrücke mitnehmen können. Und das finde ich echt ganz geil, ehrlich gesagt. Hi, ich bin zum ersten Mal auf der Subscribe dazu gekommen, weil mich mein Kollege hierher geschleift hat. Und zu meinem Vorredner wollte ich kurz sagen, man konnte einfach fragen, was steckt denn da dahinter? Das habe ich zum Beispiel gemacht und trägt sich dann ein. Also ist jetzt nicht so der Eck gewesen. Und ansonsten fand ich durchaus, dass das Programm auch viele interessante Workshops für Anfänger geboten hat. Also wir haben uns hier so vollgepumpt mit Infos und Ideen und. Also es war super, ich fand es gut. Man hätte es vielleicht noch mehr für Anfänger geeignet ausweisen können, aber also ich fühle mich gut für einen Anfänger jetzt informiert. Auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall Connections mitgenommen, wo ich mich dann nochmal hinwenden kann und fand das echt klasse. Und danke an die vielen Vortragenden und Speaker für deren freiwilligen Input. Also super vielfältig. Danke. Erstmal herzlichen Dank. Ich glaube, ich würde gerne noch mal so was zu diesen Anfängern auch sagen, weil es gibt durchaus eine Newbie-Session, aber das ist nicht das, was gemeint wurde, sondern es ist schon, also wir hatten in der Newbie-Session, also Leute zum ersten Mal da waren, 70 Menschen. Ich kann mich an Podlove-Workshops erinnern, die waren gefühlt nicht größer als diese Anfänger-Session. Und das heißt, es gibt echt viele, viele Leute, die zum ersten Mal jetzt hier dabei waren. Und ich finde diese Idee schon irgendwie verlockend fürs nächste Jahr drüber nachzudenken, ob man nicht Workshops mit so einem Scoring, also 1, 2, 3 ausrichtet, weil vieles, was jetzt kommt, kenne ich schon zu Genüge, aber tatsächlich, wenn ich das noch nie gemacht hätte, brauche ich vielleicht einen anderen Ultraschall-Workshop als selbst hier den Vortrag und dann die folgende Session. Und eigentlich ist es ja eher ein gutes Zeichen, dass sich das auch extrem durchskaliert, wer hier auch herkommt. Und ich sage etwas, damit es nur einmal gesagt werden muss. Ich wünsche mir sehr viel besseres Essen und immer mehr Getränke. Und dann muss es vielleicht auch keiner mehr außer mir sagen. Ja, ist, glaube ich, meine 4. oder 5. Subscribe und im Vorfeld wurde ja im Sendegate viel diskutiert. Oh, so viele neue Teilnehmer. Ist das denn noch unsere Subscribe?
oder wächst die nicht viel zu schnell? Und ich glaube, wir können jetzt sagen, die ist nicht zu schnell gewachsen, ist die richtige Größe. Und ja, es ist immer noch unsere Subscribe. Danke an alle, danke an die, die schon immer dabei waren und vor allen Dingen danke an die Neuen. Das hat super funktioniert. Danke. Ich bin, glaube ich, das fünfte Mal dabei und was mir sehr gut nach wie vor gefallen hat, war im Prinzip die Form, das Programm. Das funktioniert immer noch sehr gut mit der Zusammensetzung von Vorträgen und Workshops. Ich habe nicht das Gefühl, irgendwie unbedingt was zu verpassen. Also ich schon, aber ich weiß, dass ich nachschauen kann oder kann auch mal in Gespräche abtauchen. Das funktioniert klasse. Ich möchte als Feedback noch ein Dank loswerden für die Location und auch die Stadt, in der wir sind. Ich weiß, es ist mal total leicht zu sagen, das sollte viel dichter an meinem Wohnort sein und sich dann überhaupt nicht darum zu kümmern, dass man dafür aber auch Räumlichkeiten braucht und dass es mal irgendjemand sich darum kümmern muss. Deswegen ein Dankeschön aus Kiel für jemanden, die halt einfach nicht nach München gefahren ist, weil es doch ganz schön weit weg ist. Also danke für so einen sehr zentralen Ort. Alle glücklich. Alles gesagt? Dann wollen wir es jetzt beenden. Ja, also wir nehmen das gerne mit. Ihr könnt uns da auf den passenden Twitter-Kanälen folgen. Ich weiß nicht, ob das schon existiert, wird wahrscheinlich jetzt schnell folgen. Im Sendegate pflegen wir in der Regel irgendwo eine Liste von Podcasts, wo auf diese Veranstaltung in irgendeiner Form zurückgeblickt wird. Also wenn ihr irgendwas produziert und die Veranstaltung in irgendeiner Form erwähnt oder diskutiert, dann wäre es ganz schön, wenn ihr das dort eintragen könnt. Dann kann man halt auch nochmal so ein bisschen Feedback darüber sammeln. Ist ja auch mal ganz gut, wenn man nochmal ein paar Tage drüber geschlafen hat, wie man es dann so sieht. Ja, gab es glaube ich noch so ein Orga-Detail. Wahrscheinlich jetzt eh nicht kritisch. Bis 18 Uhr sollte man noch diese Gästekarten hier, falls sich jemand da so eine Gästekarte für die Automaten gezogen hat, kriegt man irgendwie sein Geld wieder zurück. Die sind so ein bisschen besorgt, dass die Maschinen irgendwie noch genug Geld haben und stehen sozusagen bereit, den Prozess noch zu begleiten. Ansonsten würden wir uns jetzt noch über Helfer freuen, hier den Rest abzubauen. So viel ist es nicht, aber umso mehr jetzt noch mit anpacken, umso einfacher ist das. Und ansonsten danke fürs Kommen. Ich hoffe, es geht bald wieder weiter mit der Subscribe. Schöne Heimfahrt nach Hause. Danke auch an euch nochmal alle, die mitgeholfen haben. Und ja, das war's jetzt aber auch wirklich.